Also, ich muss euch gestehen, die Kinder haben fast alles, wirklich, manche haben alles selbst gemacht, aber das ist wirklich die Kunst von den Kindern. Wir haben nur etwas vorher geübt und dann haben wir das alleine gemacht. So, wir haben hier einen kleinen Künstler, dem wir das zu danken haben, weil Fabian hat irgendwann mal mitgemalt, als ich gemalt habe. Und dann hat er so viele Bilder gehabt und hat gesagt letztes Jahr, Mama, ich möchte auch eine Ausstellung haben. Ich gedacht, ja, eigentlich geht es schon, aber jetzt ein Kind mit 7, 8 Jahren, da wird ja jeder denken, oh, die geben an oder irgendetwas. Und dann habe ich gedacht, okay, machen wir ein Projekt daraus. Fabian hat ja viele Freunde, die wirklich international sind, haben wir gesagt, machen wir so ein Arts Club International. Und wir haben wirklich angefangen und das war jetzt das erste Projekt für mich. Und vielen Dank, dass ihr alle mitgemacht habt. Und wie ihr seht, ist das wirklich super toll geworden. Ich hoffe, dass ihr auch stolz seid auf eure Arbeit. Und dank Fabian haben wir das alles zustande gebracht. Ich danke dir sehr. Bitte. Ja. Und ja, ich denke, das ist wirklich super toll geworden. Und in 3 Wochen gehen wir aus Straßburg weg. Aber ich hoffe, dass dieses erste Projekt, das werde ich dann auch, sobald ich meine Webseite wieder weiter bearbeiten kann, werde ich auch publizieren. Und dann werden auch eure Namen, wenn ihr natürlich wollt, draufkommen. Und ah ja, genau, das zu dem Thema wollte ich noch sagen, im Einklang mit Wasser oder in Harmonie mit Wasser. Wir bestehen ja zu 70%, sagt man, aus Wasser. Und wir haben diese Bilder hier alle auf der Oberfläche vom Wasser gemalt. Ja? Und die Idee war, dass wir uns so konzentrieren und das Wasser fühlen können. Und den Farben so eine Bewegung geben können. Könnt ihr euch alle erinnern? Ja. Da musst du wirklich ganz langsam arbeiten, gell? Weil wenn wir schnell gearbeitet haben, was ist da passiert? Blasen, was noch? Wird das nicht schön? Dann geht die Farbe runter? Genau, die Pigmente gehen runter. Und dann ist das Bild kaputt. Aber ihr seht hier wirklich super Bilder, die Kinder in Ruhe gemacht haben. Und ich hoffe, dass die irgendwann mal eine Gelegenheit haben, weiter zu malen. Alles, was mit Wasser ist, ist wirklich super toll. Das müsst ihr euch merken für das Leben. Also Wasser trinken, Wasser baden oder egal, was wir mit Wasser machen, da ist immer eine Harmonie mit uns, weil wir auch sehr viel Wasser in uns haben. Ja? Okay? Und wir haben hier die kleinsten Künstler, Nino und Josephine. Und wir können auch die Ariane dazu nehmen. Ja? Und ich sage immer, ich habe gerade eine Ausbildung in Kunsttherapie gemacht. Und ich sage immer, jeder kann malen. Ja? Und ihr seht es, also die beiden waren 5 Jahre alt, also gerade mal 5, ja? Also sie waren so gerade 5 geworden und Ariane ist gerade 6 geworden und wenn die das machen können, dann können das die Erwachsenen auch machen, das kann ich euch sagen. So, nur wenn man wirklich mit dem Wasser mitmacht, in Bewegung ist. Und so sollte auch das Leben sein, ja? Dass man immer im Leben ist und mit dem Leben mitfließt. Merkt euch das. Ja? Also, ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Künstlern. Ich bin heute auch nur eine Besucherin und bewundere die Bilder der Kinder. Ja? Also, vielen Dank.